Herzlich willkommen am Montag. Hier ist MDR um 2 mit den aktuellen Themen des Tages. Es ist das Thema, das die Menschen in Aschersleben seit dem Wochenende beschäftigt. Der tote Mann, der an der Kleingartenanlage gefunden wurde. Bis vor kurzem war nicht klar, um wen es sich bei dem Opfer handelt. Jetzt konnte die Polizei seine Identität ermitteln. Aber warum der Mann so grausam sterben musste, bleibt nach wie vor ein Rätsel. Ein Dutzend zerkratzte Autos, mehrere gestohlene Transporter und jetzt auch noch ein aufgebrochener Tresor. Autohauschef Helmut Peter aus Nordhausen hatte wahrlich schon ruhigere Wochen. Und gefühlt klingelt inzwischen in jeder Nacht das Telefon mit einer neuen Hiobsbotschaft. Der Chef von 30 Autohäusern schläft seitdem nicht nur verflixt schlecht, er kann sich die vielen Diebstähle auch einfach gar nicht erklären. Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Ein Satz, der auch umgekehrt gilt, denn wenn das Herrchen stirbt, dann leidet das Tier ungemein. Der Beagle-Rüde Prinz muss das jetzt durchleben. Sein Herrchen ist in der vergangenen Woche bei einem verheerenden Brand in Königstein ums Leben gekommen. Und Prinz konnte nur knapp der Flammenhölle entkommen. Der Prozess, der morgen am Oberlandesgericht in Dresden beginnt, sorgt schon seit Wochen für Aufsehen. Denn für diesen Prozess wurde am Rande der Stadt extra ein Gebäude zum Hochsicherheitskomplex ausgebaut. Und hier werden 7 Männer und eine Frau auf der Anklagebank sitzen, von denen die Staatsanwaltschaft behauptet, sie seien Terroristen. Terroristen aus Freital. Das Klima hat sich in Deutschland seit Tröglitz verändert. Die Hemmschwelle für Hetze und offene Beschimpfungen ist stark gesunken. Über 700 Fälle politisch motivierter Kriminalität von rechts gegen Amts- und Mandatsträger gab es im Jahr 2016. Mehr dazu in der Dokumentation mit Hass und Gewalt, Angriff auf die Demokratie heute Abend. Die Story im Ersten um 23 Uhr. Es ist eine deutsch-französische Hochzeit, die heute groß gefeiert wird, zumindest in Frankreich. Der französische Autokonzern Peugeot kauft Opel. Doch in welche Zukunft dieser neue Großkonzern steuert, das steht noch in den Sternen. Betroffen sind rund 40.000 Angestellte in 12 Fabriken in 7 europäischen Ländern und darunter auch das Werk in Eisenach. Der Mann ist als Sextäter einschlägig vorbestraft. Nach 13 Jahren Knast in Bayern saß er bis Anfang 2015 sogar in Sicherungsverwahrung. Und trotzdem kam der heute 48-Jährige frei. Und schließlich, so die jüngste Anklage gegen ihn, schlug er wieder zu. Sein Opfer, ein zur Tatzeit 13 Jahre altes Mädchen. Und im vergangenen Juni wurde es im Vogtlandkreis sexuell missbraucht. Seit heute wird dem mutmaßlichen Peiniger in Zwickau der Prozess gemacht. Und um das Kind zu schützen, bleibt die Öffentlichkeit weitgehend ausgeschlossen. Das Urteil könnte am kommenden Donnerstag fallen. Und damit zu weiteren aktuellen Kurznachrichten aus Mitteldeutschland.